Komm rein da. Au. Au. Level up. Boah, weh, wir müssen jetzt runter. 8 Demon bekommen. Hä? Wir sind. Wo ist unser Ding? Hä, kannst du bitte wieder rein? Da. Lol, ey. Oh Mist. Cooldown. Hallo? Da gab's eine Cooldown. Wir krepieren jetzt. Wir müssen sehr schnell sein. So. Nein. Wir müssen aussteigen. Toll. Wir müssen aussteigen. So. Diesmal klappt es. Easy. Alter, 6000 Gold. Komm schon. Gut, für die Sektion haben wir sehr wenig Leben. Ah. Ah.
Mein Gott, runter und nicht nach rechts oder links. Alter, wir sind schon tot. Nice. Easy. Nein, da war ein Herz. Also diese roten Dinger killen mich irgendwie. Ne? Mein Gott. Ich stirb jetzt endlich. Oh Gott. Alter, oben noch einer. Warte, wo müssen wir hier lang? Wir haben jetzt schon Schaden kassiert. Alter, das war doch voll easy eben. Wir haben das Herz verpasst. Wir können ja gleich wieder sterben, ja. Schon wieder. Gleich zu Beginn, ey. Ohne Witz, wir dodgen einfach nur. Oder? Wir killen die? Mist, die greifen trotzdem an. Sobald man die berührt. Oh Gott. Oh Mann. Okay, wir müssen übelst spammen, Alter. Mit den Dingern, da kann man echt nicht ausweichen. Mist, das war mein Fehler. Nice. Zwei Herzen.
Level up. Okay, besser geht's gar nicht. Er steigt einfach aus. Jetzt kommt ein Boss. Ich würde sagen, es ist Boss-Time. Was war das? Ich glaube, wir verlieren an Höhe. Da liegt ihr nicht falsch. Diese Kreatur sinkt herab. Sie wird abstürzen. Movie. Oh. Pina, Low, Velvet. Was macht ihr denn hier? Wir sind hier. Nun ja, wir sind gekommen, um euch von der Zerstörung der Zeit abzuhalten. Tut mir leid, Movie. Doch wir dürfen das nicht zulassen. Nein, ihr versteht nicht. Es muss geschehen. Und es kann jetzt ohnehin nicht mehr aufgehalten werden. Ich habe das Herz des Hüters zerstört. Er wird abstürzen und mir Zugriff auf das Projekt gewähren. Oh, das Projekt? Was denn für ein Projekt? Ihr wisst nicht davon, aber ihr seid doch ins Zeitalter der Magie gereist, oder etwa nicht? Ich muss schnell handeln, damit mich Professor Giro nicht am Zerstören des Projekts hindert. Lebt wohl. Professor Giro? Aber ist der denn nicht tot? Offenbar nicht. Seht her, der Hüter stürzt. Oh nein, Leute. Seht dort drüben. Könnte das die Anomalie sein? Wie ist das möglich? Wurde sie durch den Absturz des Hüters erzeugt? Ich habe während des Absturzes eine Explosion gesehen. Ist das möglicherweise das, was Nubi meinte? Zugriff auf das Projekt im Inneren der Anomalie. Wenn das stimmt, müssen wir auf der Stelle dorthin. Wir müssen Nubi an der Zerstörung der Zeit hindern. Ich zähle auf euch, Kuro. Joa. Das war letztes Mal jedenfalls noch nicht hier. Darauf würde ich meinen antiken Lieblingsfolianten verwetten. Im Anbetracht dessen, wie sehr wir das Zeitkontinuum verändert haben, gestehe ich ein, dass ich mich überhaupt nicht mehr auskenne. Wie dem auch sei. Dieses Symbol sieht aus wie das auf dem Zeitstein. Stimmt. Gut, wir haben den mit dabei. Ja. Ein Portal? Schnell, Kuro. Ich verstehe immer noch nicht, warum Nubi das alles macht. Wir müssen sie aber auf jeden Fall aufhalten. Super, Muriel. Denk daran, dass Nubi über die Macht der Waffe verfügt. Ich glaube nicht, dass wir sie ohne eine direkte Konfrontation umstimmen können. Bereitet euch auf einen Kampf vor. Mit Nubi, oh nein. Nubi hat doch bestimmt ihre Gründe für das, was sie tut. Glaubt ihr nicht auch, Kuro? Ja. Vielleicht sollten wir uns aus der Sache heraushalten. Ja, das kannst du mich nochmal fragen, wenn wir die nicht schaffen. So, holy shit.
Was ist für wahr kurios? Es scheint das gesamte Universum zu enthalten. Nein, nicht das Universum, sondern die Zeit selbst. Nubi, wo sind wir? Im Herzen der Anomalie, wo die Magen ihr großes Projekt versteckt haben. Das ist also das Projekt, aber warum wollt ihr es unbedingt zerstören? Die Magi wollten das Ende der Zeit verhindern, also ersannen sie das Projekt, um die Zeit zu krümmen. Die Zeit krümmen? Die Zerstörung des Projektes wird vermutlich die Zeit zerstören. Wenn es aber selbst die geringste Chance gibt, dass sich das nicht ereignet, muss es gemacht werden. Es gibt keinen anderen Ausweg. Ihr habt Unrecht, Nubi. Es gibt immer einen anderen Ausweg. Tja, wenn euch wirklich so viel daran liegt. Oh Gott. Ina. Sie ist verschwunden. Oh, Velvet auch. Nein. Super Mori, ihr müsst kämpfen. Holy shit. Nubi. Ach, Kuro. Ich hatte gehofft, dass zumindest ihr mich verstehen würdet. Was? Ich bin aber direkt mit dem Projekt verbunden. Warum kann ich euch nicht auslöschen? Was, die wurden ausgelöscht? Die sind tot. Alter Nubi. Wer seid ihr denn überhaupt? Wir sind der Held. Aufwertung von Kräften. Kuros Kraft ist erwacht. Jetzt könnt ihr die Zeit selbst verlangsamen. Holy shit. Jetzt verstehe ich. Unsere Bestimmung war es, einander nicht zu verstehen, sondern uns stattdessen zu bekämpfen. Ceres? Nee, du bist Nubi. Oh, wir haben die Zeit verlangsamt. Ja, der erste Kampf ist nur zur Übung. Alter, komm schon. Also Sinn ist, dass wir die Zeit verlangsamen und dann an sie ranlaufen. Nein, Quatsch. Wir schauen erstmal. Wir können sie gar nicht hitten. Sollen wir die Dinger hauen? Boah, wisst ihr noch bei Evoland 1, wo ich erstmal 20 Minuten gebraucht habe, um überhaupt zu checken, was wir machen sollen? Das ist wieder dasselbe. Also der leuchtet rot. Der auch? Jetzt nicht mehr. Gut, damit hat es was auf sich. Der leuchtet rot. Jetzt nicht mehr. Oh, warte, wir hätten da in die Mitte rein können. Gut, einmal Reset. Einmal Reset. Komm, Ceres. Ich mein Nubi. So. Oh nein. Ach, einfach nur rein, ne? So. Wir verlangsamen die Zeit. Oder warte, wann machen wir das? Ich hab's. Beim letzten machen wir das nicht. So, beim letzten. Ihr werdet sehen. So, jetzt verlangsamen wir die Zeit. Pony aufs Maul. Nice.
Alter, Half-Life von Willi. Aua! So. Holy shit. Was ist das jetzt? Ein anderes Game. Alter Ceres, übertreib doch nicht. Aua. Wir müssen... Wir haben einen Trank. Und wir scheuen uns nicht, den zu benutzen. Alter, wie schnell bist du? Aua. Komm hoch. Wir haben sie gleich. Wer, wie ekelhaft. Was ist das? Oh nein! Oh mein Herz, alles von vorne. Ja. Gut. Das wird wahrscheinlich diesmal wieder... Das wird diesmal sogar eine Stunde dauern. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich den großen Trank aufbewahrt. Gott, ey. Aber gut. Wir machen das schon. Also wir müssen die Stage bestehen, um Damage abzukriegen. Denn noch mehr Roboter? Nein. Egal, das war's dann.
Ich merke gerade, wir haben danach die Fähigkeit nicht mehr benutzt, ne? Also hier zum Beispiel auch. Hier hätten wir sie auch benutzen können. Stimmt. Voll, sie ist unten. Oh nein. Oh Gott, wo sind wir? Oben gespawnt. Gut. Also wenn wir runterfallen, spawnen wir oben. Frage ist nur, wie viel Leben verlieren wir. So, 73 Leben und wir haben noch einen Trank. Sieht besser aus. So, wir verlangsamen die Zeit. Aua. Oh nein, das habe ich nicht gesehen. Wie, das trifft uns noch. Holy shit. Nubi, übertreib doch nicht. Der Trank war umsonst. Oh Gott. Armer Kuro. Komm her, Ceres. Uiuiui. Haben sie gleich. Komm schon, gib auf, bitte. Punkt, Punkt, Punkt. Kuro, ich wollte nie gegen euch kämpfen. Und ich glaube, ihr wolltet das auch nicht. Die Realität beginnt zu zerfallen. Ich glaube, wir sind zu weit gegangen. Ich sehe die Vergangenheit und die Zukunft nicht mehr. Wir haben das Ende der Zeit erreicht. Also, was geschieht jetzt?
Das Projekt wurde während unseres Kampfes beschädigt. Reicht das, um den Zyklus der Zeit aufzuhalten? Entschuldigung. Wenn nicht, fängt alles von vorne an. Dieselben Zeiten, dieselben Ereignisse, dieselben Schwierigkeiten. Dasselbe Schicksal für alle, auch für uns beide. Meine Macht lässt nach. Ich werde verschwinden, Kuro. Und das macht mir Angst. Vielleicht finden wir uns eines Tages wieder. Und wenn nur das Schicksal verbleibt, werden wir diese Welt gemeinsam verändern. Ich werde auf euch warten. Geh. Okay, Freunde sind back. Kuro ist noch immer nicht zurückgekehrt. Er wird schon kommen. Fräulein Fina, mittlerweile sind mehrere Tage vergangen. Wir können nicht länger warten. Was wollt ihr denn damit sagen, Lo? Dass wir einfach ohne ihn aufbrechen? Ich... Lo hat recht, Fina. Hier können wir nicht bleiben. Ich weiß nicht, welche Zeit oder Welt vor uns liegt, aber wir müssen los. Dann geht doch. Geht einfach ohne mich. Ohne Kuro gehe ich nirgendwo hin. Fräulein Fina, Super Mori ist ganz gewiss... Es ist sinnlos, Lo. Sie hat sich entschieden. Das müssen wir respektieren. Wir werden auf der anderen Seite des Portals warten, Fräulein Fina. Also gut, auf geht's. Kuro, wo seid ihr? Kuro. Oh nein. Er weint, der Papi. Warum? Warum weint Finas Papa? Die spielen damit. Und er lacht, der Baum. Jawohl, Alter. Die haben uns kopiert. Die Schnapsidee. Da war Dalkin, der Held, der wahre Held. Oh mein Gott, er hat seinen Schatz gefunden. Also gefunden, dass er nicht mehr da ist.
Da war Velvets Statue in der Bibliothek. Die kleine Rasselbande. Oh mein Gott. Die ganze Insel, sie ist geschmolzen. Nichts ist mehr da. Sie sind in Panik. Ah, da. Da ist Low und Velvet. Dina, sie lebt. Wow, beide vereint. Schön, das freut mich. Die letzte Szene war sehr süß. Er ist zurückgekehrt. Das war Evoland, Leute. Also ich muss sagen, das war echt ein geiles Spiel. Vor allem der Plot am Ende. So. Genießt die Credits. Und lasst gerne ein Like da, kommentiert, abonniert, um mich zu unterstützen. Haut rein, Leute. Oh, ihr seid wach. Es geht weiter, hä? Fühlt ihr euch besser? Mein Vater hat euch ohnmächtig tief im Wald gefunden. Das ist doch unser erstes Wiedersehen. Ihr erinnert euch an gar nichts, selbst euren Namen nicht. Vielleicht solltet ihr in den Wald gehen. Das könnte euren
eurem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Oh, ich heiße übrigens Fina. Ich hoffe, euch fällt bald wieder alles ein. Prozent. Das ist doch gut, oder? Ich dachte, es ist vorbei. So ist es eigentlich schon. Ja. 67%. Not too bad. Und das war's diesmal wirklich. Jawohl. War ein cooles Spiel. Schaltet gerne bei den anderen Let's Plays ein, Leute. Haut rein.